sollte ich dann den Kopf fliegen, dann fliegt er ganz knapp über eure Köpfe hinweg. Meistens macht er das so. Das ist ein Horizontaljäger, ein Vertikaljäger, ganz anderes Tempo, ganz andere Geschwindigkeit. Der Sagerfalke ist der Falke, der am meisten falknerische Geschichte hinterlassen hat. Er kann Beutetiere fangen, die zehnmal größer sind, wie der Alte selber ist. Und der Falkner-Kollege muss sich ganz genau taktieren, keinen Fehler zu machen. Dass sie dann Griff hat, dass sie auch was mitbekommen. Federspielarbeit heißt das, dieser schwingende Lederkörper ist das Federspiel. Jede Bewegung hat einen Sinn, eine Bedeutung und der Falke zeichnet sich eine elegante Silhouette in den Parcours.